Also ich habe es mal nachgemessen, das sind genau 2 Meter und das sollte die Distanz sein, dass wenn ihr jetzt noch aus irgendeinem wirklich triftigen Grund das Haus verlassen müsst, dass ihr diese Distanz bestenfalls einhaltet. Das andere, was ich noch mitteilen möchte, ist, dass ich Zimmerarrest oder Hausarrest mein Leben lang bescheuert fand und Gott sei Dank hatte ich es die letzten 20 Jahre auch nicht. Aber wenn es stattfand, dann hatten meine Eltern, glaube ich, immer einen sehr triftigen Grund und meistens auch recht. Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, hat auch einen sehr, sehr triftigen Grund. Nämlich, dass wir zu Hause bleiben sollten, dass wir unsere sozialen Kontakte unterbinden. Und wer mich kennt, weiß, dass auch mir das verdammt schwer fällt. Aber ich glaube, die Lage war noch nie so ernst. Und es gibt leider immer noch einige, die das noch nicht verstanden haben. Also tut nicht mir den Gefallen, sondern tut denjenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten und auch unseren Freunden aus Italien, die auf uns schauen und ab und zu sicherlich berechtigterweise den Kopf schütteln, den Gefallen und bleibt zu Hause. Danke. Hey Leute, Robert Harting hier, Olympiasieger im Diskuswerfen. Es ist super wichtig, dass ihr zu Hause bleibt und einfach, ja, einfach telefoniert mit denen, den ihr sehen wollt. Das Virus wird uns irgendwie alle erreichen. Von daher wäre es toll, wenn das Gesundheitssystem in der Lage ist, damit umzugehen. Und deswegen ist jeder von uns gefragt. Und ich hoffe, ihr versteht das. Wir halten hier auch sehr stark Quarantäne und versuchen das Beste, was wir machen können. Also, es würde mich freuen. Stay at home. Hallo an allen und in dieser sehr schwierigen Zeit ist es auch wichtig, dass wir zusammenhalten, weil nur zusammen schaffen wir das. Deswegen ein Appell, bleibt bitte zu Hause für den Schutz von Menschen, die gefährdet sind. Zu Hause sein kann so schön sein. Und momentan kann es vor allem eines, Leben retten. Also, bleibt daheim und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Stay at home. Liebe Leute, ich würde jetzt gerne im Krankenhaus helfen und habe einen hohen Respekt vor, was die da draußen machen. Hey, aber wir können alle miteinander helfen, daheim zu bleiben, um eben das gar nicht voll zu kriegen. Also bitte, bleibt daheim, nehmt das ernst und macht Dinge daheim, die was schon ewig lang noch verschoben habt und macht halt das und lernt ein Instrument oder keine Ahnung. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber bitte, bitte, bitte bleibt daheim. Nur so können wir es zusammen schaffen. Wir sind halt ein Team und das müssen wir zeigen. Für dich. Hallo ihr Lieben, ihr seid fit, jung und fühlt euch gesund. Trotzdem könnt ihr den Virus schon in euch tragen. Von daher lasst uns alle zu Hause bleiben und zusammen werden wir das schaffen. Stay at home. Leute, bleibt zu Hause. Geht das Risiko nicht ein, macht Sport. Alleine oder zusammen mit anderen. Seid nicht blöd. Hallo ihr da draußen. Ja, ganz, ganz, ganz besonderen lieben Dank an alle, die unsere Infrastruktur in diesen Tagen gerade aufrechterhalten. Nicht nur, aber insbesondere natürlich im Gesundheitswesen und alle anderen. Ihr seid auch toll. Ja, ihr seid auch wichtig, aber bitte stay at home. Irgendwas gibt es immer zu tun. Ja, hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir als Leistungssportler waren es immer gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt haben wir die Verantwortung, einfach daheim zu bleiben und andere Dinge zu tun, für die wir vielleicht sonst nicht so viel Zeit haben, um unsere Mitmenschen zu schützen, denen es nicht so gut geht. Also macht's wie ich und übernehmt die Verantwortung für euren Garten daheim. Viel Spaß und bleibt gesund, euer Blacky. Servus, das ist da doch Felix. Ja, bleibt daheim bei euren Liebsten. Da ist sowieso am schönsten und ja, bleibt gesund. Servus. Ich bin Julius Thole, Beachvolleyballer und auch ich möchte euch unbedingt ans Herz legen, gerade zu Hause zu bleiben. Lest ein gutes Buch, macht vielleicht die Sachen, die ihr sonst eher vernachlässigen würdet. Ja, passt auf euch auf, stay at home. Hallo, ich bin's, Clemens Wickler, Vize-Weltmeister im Beachvolleyball. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, wie hart und lange uns diese Virusepidemie trifft. Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten. Es ist ganz leicht. Stay at home. Ja, mein Name Nico Kappe. Ich melde mich aus meinem Keller, wo ich gerade vollster alles zusammenbaue, damit ich hier trainieren kann. Leute, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Denkt an die Familienmitglieder, die schon etwas älter sind. Für die kann es gefährlich sein. Und kauft mir nicht das ganze Klopapier weg. Ich muss aufs Klo. Und täglich grüßt das Home Fitnessstudio. Schützt euch, schützt alle anderen. Bleibt zu Hause. Ach Mama, wann sollen wir denn endlich fertig werden? Ich
Protokoll machen, weil ihr wisst, daheim bleiben rettet Leben. Lasst uns bitte alle Solidarität und Verantwortung zeigen. Stay at home.